Hallo, herzlich willkommen bei einem Vlog. Das ist die übliche Facecam-Perspektive, das weiß ich. Aber bevor ich jetzt euch wie 8,89 Milliarden Leute auch einen Weg zeige, wie ich beim Rewe Lukas Pizza kaufe, würde ich sagen, wir machen das mit einer YouTube-Partnerkräfte-Trans. Ja, ich habe die jetzt gleich in der Hand, wenn ihr den nächsten Cut seht. Bis gleich, lol. Also, Like da lassen, Abo, danke, tschüss. Hier ist der Cut. Nee, ist er nicht. Also, sorry, das war ein doofes Intro. Ich habe aber ein paar Sachen besorgt, denn wie ihr im Titel seht, werde ich heute die... Merke für die Zukunft, kein Gehstock als Stativ oder umgekehrt, kein Stativ als Gehstock. Ich habe hier ein paar Jungs nebenan sitzen von der ganzen UFO-Crew. Wir haben Team Spielkind und Izzy, die heute da sind. Revi ist, glaube ich, momentan in, keine Ahnung, da wurde er sein Gepäck die ganze Zeit verliert und Paluten. Dementsprechend habe ich aber ein paar Sachen geholt. Wir haben gerade auf Felix' Kanal, da müssen wir vorbeigucken, das Video kam schon vor ein paar Tagen, die Pizza von Luca probiert und wie wir die fanden, seht ihr da. Ich habe aber, um das Ganze noch ein bisschen aufzumotzen und aufzupeppen, ein paar extra Sachen geholt. Die würde ich aber hier jetzt ganz gerne erstmal auf dem Tisch mit euch zusammen zubereiten und dann den Jungs drüben präsentieren. Deswegen holen wir uns aber erstmal, glaube ich, von den anderen jetzt schnell die Pizza. Wir haben hier diese wunderbare Pizza, die ist halb schon hier. Luca Pizza, yay. Da hinten ist Luca. I love you. Ja, wir haben die Pizza, Felix hat die geholt, war wohl mega Adventure, würde ich da vorbeigucken. Wir haben hier schon angeknusperte und wir haben hier noch eine ganze, ich sag mal, ganze Ecke auf jeden Fall, die potenziell für uns genutzt werden kann. Mit dabei sind jetzt gleich Philipp, Felix, Izzy, ich. Das heißt, wir bauen vier Stücke, potenziell gleich groß. Werde ich mir jetzt hier schon mal einteilen. Und ich habe hier drei Sachen, vielleicht auch für dich als Tipp, Luca, für die Zukunft, wo man halt die Pizza nochmal besser machen kann mit, ne? Also, schlecht ist nicht, auf gar keinen Fall, aber ich bin ja ein richtiger Pizza, ich sehe aus wie eine Pizza, muss man einfach mal sagen, ne? Zack, 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 zack. Jetzt schneiden wir mal da aus den vier Stücken, drei gleich große Parts müssen sein. So, jeder von uns hat jetzt drei gleich große Parts. Drei gleich große Parts sind nicht schlecht, denkt man sich, aber es kommt ja aufs Topping an und das rundet natürlich alles ab. Part Nummer 1. Wir starten easy, Leute. Schön von innen nach außen. Pumpernickel. Pumpernickelbrot rundet immer im Prinzip alles ab und man kann auch noch sagen, hey Mama, die Pizza ist gesund, weil Vollkorn. Hallo, 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 hallo. Ich wollte so lange Hallo sagen, bis ich es aufhabe. Hat fast funktioniert. Yeah. Oh Gott. Die sind zum Glück alle schon in so kleinen Vorlegscheiben. Grüße auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es ganz geil schmeckt, weil es wie so ein, wie so diese Pizza-Burger-Dinger ist, nur irgendwie geiler. Ich weiß auch nicht warum. Nummer 2, mittlere Schicht, ist einfach schon ein Klassiker, denn Leute, es ist ein Muffin. Schönes Muffinstück, süß und würzig, sagt man immer. Süß und würzig ist wie Claudia Schiffer. Ich reiß mal hier so ein nettes Stückchen ab, mach das mundgerecht da drauf. So, mh, wie ein Chefkoch, Alter. So schön, zack. Und jetzt natürlich das Nonplusultra, Leute, das Außenstück. Das Herzstück im Prinzip oder das, was viele Leute liegen lassen, muss natürlich mit dem Top-Aufsatz gekrönt werden. Und das kann nichts anderes sein, außer Pralinen. Leute, es sind Pralinen. Pralinen, ey, keine Ahnung, Forrest Gump hat schon irgendwas mit Pralinen gesagt. Und ich auch, weil Pralinen sind anders. Zwei, drei schöne Pralinen da drauf, Leute. Ohne Piemont-Kirschen natürlich, ne? So krass läuft auch nicht hier. Ich mache hier jetzt mal so ein schönes Herzchen. Da nochmal ein Herzchen. So ein Topf. Sowas. Nochmal ein Topf. Dann die sind die Lieblingsteile von der Königin, sowas. So, so. Ich würde sagen, das sieht doch Bombe aus, oder? Gönnt euch. Ich werde das jetzt mal, oh, ich werde das jetzt mal so rübertragen und guck mal, was die Jungs dann sagen. Das sieht schon krass aus, oder? Also kacke ist es nicht, Leute. Also es ist auf jeden Fall heftig jetzt. Leute, seid ihr ready? Wir sind ready. Ne, wir sind doch nicht ready. Was ist das denn? Ja, bessere Pizza. Anregung fürs nächste Mal. Guck mal, wir machen jetzt schön Taste-Test. Seid ihr bereit? Ja. Als ob.
Pattern. Ist das Pumpernickel? Das ist Pumpernickel. Oh mein Gott. Machen, seid ihr bereit? Felix so gar nicht. Felix hatte schon gerade eben keinen Bock drauf. Das ist ein Muffin. Ja. Luigi, da hast du deine gute Pizza so gemacht. Bisschen, keine Ahnung, so Salami. Tabasco oder so. Oder so. Das ist ja 2016, oder? Felix. Wir sind auf dem Weg in die Zukunft. Vor gar nichts Paprika mehr machen wir halt. Oder, also irgendwas, Paprika, was ist denn los? Aber Izzy, du hast zu. Izzy haut sich jetzt direkt mal. Schokolade. Und? Und? Ich hab noch nie Schokolade auf Pizza. Ne? Kann nicht schlecht sein eigentlich, oder? Oder? Hab ich recht? Felix wird definitiv nicht mitmachen, habe ich recht, Izzy? Ich werde es auf jeden Fall auch. Ich probiere das auch. Das ist lecker. Ich probiere das hier. Nee, okay, Jungs, ich mache auch mal mit hier. Du machst die Pralinen. Ich finde es ganz frisch. Ich mache die Pralinen. Pumpernickel. Nein, das war mein Ding. Ich kann mir vorstellen, tatsächlich, dass Pumpernickel-Pizza gar nicht so doof ist, ne? Sehr weit herzhaft und so. Ja. Das ist echt lecker. Alter, also, bitte, Pralinen. Nein! Das ist halt voll traurig, geil. Was sagst du? Das ist der Hammer, oder? Umwerfen. Das ist wirklich gut. Das sind ja nur Vorschläge, also Jungs. Nicht gut. Obwohl, warte mal. Hm? Oh, jetzt! Obwohl, nee. Hm? Hm? Nee, das ist wirklich ein bisschen strange. Hm? Ich probiere trotzdem gerne weiter. Philipp hat Hunger. Hm. Bei dem Spielkind gibt es auch kein Essen. Ey, mach das mal mit dem Muffin, das ist gar nicht so, gar nicht so übel. Hast du gemacht? Nein, nee, das ist echt gut. Drei Stück da. Das kann man machen. Muffin, Pizza. Du hast gesagt, war gar nicht so doof, gut, ne? Das fand ich bisher das Beste eigentlich. Hm? Muss aber eigentlich komplett rein ins Mund. Mhm. Bist du auf die Idee gekommen, so diese zu tragen? Das war das Einzige, was er da hatte. Das war das Günstigste. Stimmt aber eigentlich, so im Abgang ist nicht so doof, ne? Nee, ist gar nicht doof. Ziemlich klug sogar. Also das sind das Schokolade, da hast du am Anfang hast du die Schokolade, das war dann ganz gut. Mhm. Aber in Kombination mit Käse. Ja, das ist das komische ekelhaft. Ja, und das komplett, sagst du? Das ist Choc-Güzel. Choc-Güzel, ja, Choc-Güzel, ne? Alle Calzone hat auch noch was gemacht. Ja. Ein richtiger Feinschmecker hier, der Film. Mhm. Kennst du diese Sendung Taste, wo die auf einen Löffel so ein komplettes Gericht nehmen? Mhm. So ähnlich ist das, ne? Dass du so einfach zu viele Sachen irgendwie auf einmal im Mund gestopft hast. Ihr meint, ich hab noch gar nichts heute gegessen. Ich bin wirklich satt. Es reicht mir jetzt heute, ja. Also fandst du nicht so ultra geil, ne? Ich werde mir einfach eine Praline so in den Mund nehmen. Hä? Und dann aufreißen. Das höre ich auch mal einfach so. Ich dachte, der Käse ist das Problem. Mhm. Kann auch fest. Okay, Leute, ich lasse es damit alleine gehen, mal weg. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Nein. Red mal gerne ausführlich über das Produkt. Okay, also. Was war es überhaupt für eine Schokolade eigentlich? War so irgendwas so mit so Orangen, so Orangen? Das sind halt Pralinen, da ist halt immer so die, keine Ahnung, Forrest Gump schon, ne? Wie eine Schachtel. Hm? Pralines. Das sind doch die Typen, die Pralinen machen, oder? Heißt die nicht Pralines? Das ist Brasilianer. Ja, also ich muss so sagen, das war eine nette Idee, aber das war so. Das war's dann auch. Hast du gute gemacht, der Luigi. Aber Muffin sagst du es nicht schlecht, oder? Ist schon eine Anregung für Luca. Ich fand die Idee nicht gut, aber aber es hat das ganze Gegenteil einfach raushauen. Also ich fand die Idee nicht gut und die Umsetzung war auch echt mangelhaft, aber es war irgendwie okay. Aber es war mal eine interessante Erfahrung. Ja, okay. Ich hatte schon echt keine hohen Erwartungen, aber es war wirklich noch viel schlimmer. Also kannst nicht Käse und Schokolade mischen. Nicht? Ja. Ich dachte immer. Nee. Käselade. Aber das machen noch viele. Machen Nutella-Brötchen und dann Käse drauf. Ja, ja, das machen echt viele. Kelly macht das zum Beispiel auch immer, weil die ist auch immer schwanger. Ich hab das auch schon mal versucht, aber es schmeckt einfach nicht. Ich find's auch nicht lecker. Luca, wenn du das hier siehst, dann weißt du, was du falsch gemacht hast? Da fehlt was. Also wir alle finden, da fehlt was, aber wir sind uns noch nicht einig, was es ist. Also ich glaube, ich war schon in die richtige Richtung unterwegs. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, was ich sonst noch mal auf Lukas Pizza tun soll, Teil 2 kommt. Ey, aber no joke, ich bemerke, das fühlt sich wirklich ein bisschen komischen Magen an jetzt gerade. Weil du den ganzen Tag noch nichts gegessen hast. Gut, Leute, das war's von dem wunderbaren Taste Test. Ich kümmere mich natürlich hier rum. Danke, Felix, fürs Holen. Schaut nach wie vor, wie gesagt, gerne bei denen mal vorbei. Ich hab die aber gar nicht geholt. Ich wollte die holen, da hat die Security mich weggeführt und dann haben wir in der Nebenstraße geparkt und dann hat Philipp auf den Schwarzmarkt. Ja, du sollst nicht direkt dein ganzes Video erzählen. Also, und die Warteführung seht ihr dann in unserem Video, Leute, ne? Bis dann. Daumen da lassen, Abo. Stimmt, Garnelen auf eine Pizza. Tschüss.
Ah! Ah! Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!